What up, mein Name ist Flash und ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du wirklich ein richtig schönes, einfach kleines Haus bauen kannst. Das Ganze dauert überhaupt nicht lange und ich werde euch alles Schritt für Schritt zeigen, also keine Angst. Das Ganze könnt ihr ganz easy bei euch in eurer Minecraft Singleplayer-Welt nachbauen, aber auch bei euch auf dem Minecraft-Server mit euren Freunden. Es ist wirklich sehr schnell gemacht und sieht sehr gut aus. Ich habe hier zwei Kisten vorbereitet. Einmal mit Materialien, die wir für alles außen drumherum, für das Haus von außen hin benötigen. Und zwar diese ganzen Gegenstände bis auf das Item genau. Das sind die primären Sachen, worauf ihr euch fokussieren solltet, was ihr zusammenfahren müsst. Hier habe ich nämlich noch einmal alles, was wir für diesen Innenraum benötigen, weil wir werden das Ganze schön dekorieren. Das wird der große Teil hier sein. Allerdings ist hier überhaupt nicht schlimm, wenn ihr mal 1, 2, 3, 4 oder 5 Sachen nicht habt, überhaupt keinen Weltuntergang, macht euch da überhaupt keinen Kopf. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr diese Sachen hier alle besitzt, denn damit bauen wir das Haus. In der Inneneinrichtung kann man das Ganze eh immer umgestalten, wie man möchte, also nicht so schlimm, falls ihr hier nicht alles haben solltet. Als erstes müssen wir uns erstmal eine Grundstruktur beschaffen, und zwar werden wir als erstes ein Loch graben, und zwar 3 Blöcke breit und 6 Blöcke hoch, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 3 breit. So sollte es aussehen. Deswegen haben wir auch 18 Cobblestone, weil der Flächeninhalt genau 18 Blöcke beträgt. So, das füllen wir einmal komplett auf und bauen jetzt hier das Ganze 3 Blöcke hoch mit ganz normalem Eichenholz. Zack, immer einen außen rausgehen. Diagonal hier, so. Zack. Und jetzt nehmen wir uns Stripped Oak Log, den man erhält mit einer Axt. Rechtsklickt auf einen Eichenblock. So, erhält man den. Und den bauen wir einmal so, dass wir den einmal längst hier verbinden mit diesen Eichenstämmen. Hier auch und hier vorne auch und hier vorne ebenfalls. So, als nächstes machen wir uns definitiv erstmal an eine Seite ran. Dafür machen wir folgendes, machen hier oben auch einmal alles mit Stripped Oak Log zu. Und das in der Mitte so, dass wir ein 2-Block breites Fenster haben. Auch nur ein Block hoch. Und dann brauchen wir Glasscheiben, wir werden das Ganze hier einmal auffüllen. Sieht erstmal noch ganz blöd aus, keine Frage. Aber wir machen direkt weiter. Anschließend brauchen wir halt Cobblestone Stairs, die platzieren wir hier unten einmal rechts und einmal links hin. Gut, umgedreht jetzt. Und benutzen jetzt Oak Leaves. Das könnten aber auch andere Leaves sein, falls ihr jetzt nur Birken habt, dann nehmt ihr einfach Birken Leaves. Jetzt platzieren wir das Ganze einmal hier so drunter, und zwar viermal. Und dann nehmen wir auch schon direkt ganz normale Fichtenzäune. Da ist es allerdings wichtig, auch Fichtenzäune zu nehmen, passt von den Akzenten einfach besser. Wir platzieren das Ganze über diese Steintreppen rüber und nehmen uns jetzt Trapdoors hier und platzieren das Ganze einmal links vom Fenster und rechts vom Fenster. Anschließend benötigen wir Spruce Buttons, also Spruce-Knöpfe, und platzieren die in dem Zwischenraum zwischen der Trapdoor und dem Zaun hin. Damit sind wir mit der Seite eigentlich schon fertig. Die Rückseite bleibt sehr unspektakulär. Wir werden das Ganze einmal so bauen, dass wir das hier oben wieder verbinden miteinander. Hier einen Block setzen und hier einen Block setzen, dass in der Mitte genau ein Platz für ein Fenster ist. Das Ganze sollte so aussehen. Achtet darauf, dass ihr diese Stripped Oak Logs alle in eine Richtung platziert. Also entweder alle vertikal oder halt horizontal. Und nicht irgendwie so ein Mischmasch, das sieht halt doof aus. Anschließend machen wir auch hier wieder links und rechts unsere Treppen hin, und zwar nach oben gerichtet, darauf wieder unseren Zaun. Und unten platzieren wir dann dreimal wieder Leaves hin. Logischerweise werden wir diese Seite hier genauso bauen, wie wir es da drüben auch schon gemacht haben. Wieder Fenster in die Mitte, 4 Blöcke runter, hier wieder Cobblestone-Treppen, darauf Zäune, zack, zack, Trapdoors rechts und links. Und dann Spruce Buttons auch wieder rechts und links. So. So schnell kann man das Ganze machen. Für den Anfang vorne werden wir jetzt einfach auch wieder links und rechts einmal eine Cobblestone Stair platzieren. Und dann machen wir hier in der Mitte ein Loch rein für die Tür. Das hätte man auch vorher machen können, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Dann platzieren wir hier einmal wieder zweimal Strip drauf und dann hier wieder das Ganze abschließen, sodass man hier perfekt eine Tür zwischenbauen kann. So, hier ist sie auch schon. Hier platzieren wir einen Block rein, macht das Ganze einfach ein wenig 3D-artiger, sieht besser aus. Und dann haben wir hier nämlich noch Items drin, die wir benötigen, und zwar Laternen und 2 Cobblestone Walls. Und das Ganze machen wir so, dass das Ganze ein wenig belichtet ist. Selbstverständlich werden wir auch hier wieder unseren Fichtenzaun drauf platzieren. Und dann können wir auch schon außen anfangen, einmal Cobblestone-Treppen komplett bis hier hinten durchzuziehen. Das Ganze machen wir hier. Als auch hier, deswegen stehen da übrigens auch die Fichtenzäune, die sollen nämlich das Dach so ein wenig stützen, zumindest soll es so aussehen. Das Ganze einmal durchziehen und bevor wir jetzt weitermachen, machen wir jetzt folgendes. Wir werden nämlich jetzt hier einmal so ein Spruce Oak Log drauf platzieren. Das Ganze auch auf der anderen Seite, ich platziere diesen Cobblestone nur so, damit ich das Ganze auch horizontal platzieren kann, so. Dann platzieren wir darauf ein Glaspane, also einmal eine Glasscheibe und auch hier wieder ein Stripped Oak Log drauf. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite ebenfalls. Also wie so ein kleines Dreieck ungefähr sollte es aussehen. So. Hier ein Glasspane und hier wieder
Stripped Oak Log, denn wir werden halt jetzt das Dach ein wenig in die Höhe ziehen. Das Ganze machen wir so, indem wir einmal hier eine umgedrehte Treppe platzieren, dann wieder eine richtige drauf, umgedrehte Treppe, normale drauf. Hier eine, genau an der Spitze, eine, die zu uns zeigt, aber nach unten guckt, so. Dann können wir das Ganze hier auch machen, umgedreht, normal rauf, umgedreht und wieder normal rauf. Und hier platzieren wir dann einmal eine ganz normale Treppe, die so gerichtet ist nach vorne und dann wieder eine, die nach unten zeigt. So sollte es aussehen. Das Ganze machen wir selbstverständlich auf der Seite auch. Ist vielleicht für den einen oder anderen zum ersten Mal ein wenig schwieriger. Für mich, ich habe das jetzt schon sehr oft gemacht, es wird wirklich besser. Man braucht da keine Anweisung mehr nachher für. Das ist sehr, sehr simpel nachher. Und jetzt nehmen wir uns auch schon ganz normale Fichtentreppen und werden das Ganze hier ins Innere des Daches platzieren. Und zwar nämlich hier einmal zwei Reihen. So, genauso wie wir auf der anderen Seite auch zwei Reihen platzieren werden. Und zwar hier einmal die untere und dann oben drauf wieder ein paar Treppen, so. Und dann brauchen wir 8 Spruce Labs, denn wir werden jetzt einmal eine Reihe da oben wieder auffüllen, so dass das Ganze so abschließend ist. So sollte es erstmal aussehen. Warum haben wir jetzt hier noch 8 Planes drin? Das liegt daran, man könnte natürlich auch das Ganze hier einmal darunter so platzieren und dann ein Spruce Lab drauf platzieren. Muss man aber auch nicht machen, wenn man das nicht möchte. Jetzt haben wir hier noch 6 von diesen Zauntoren. Da platzieren wir das Ganze einmal hier in die Mitte, als auch hier hinten einmal so rüber. Damit sind wir auch schon fertig mit dem äußeren Look und gehen direkt ins Innenleben des Hauses rein. Logischerweise kann ich jetzt erstmal alles wegwerfen und mir die anderen Sachen nehmen. So, wir gehen erstmal rein und das Erste, was wir machen werden, ist definitiv erstmal Treppen auf die Seite, als auch auf diese Seite hier platzieren. So, jetzt natürlich die Sache, jetzt hätte man natürlich mit diesen 8 Holzbrettern, die man vorher hatte, das Ganze hier so dicht machen können. Müsst ihr nicht machen, man kann es allerdings machen. Als nächstes nehmen wir einmal 4 Trapdoors und platzieren 4 Stück einmal hier ran, dass außen immer noch ein Block frei ist. Platzieren dann hier einmal eine Trapdoor wieder rauf, damit wir nämlich darauf einen Anvil platzieren können. So nämlich, ja, Physics in Minecraft machen nicht immer so viel Sinn, aber naja. Unsere 2 Laternen werden wir jetzt genau in diesem freien Block, den wir eben gelassen haben, einmal ran platzieren, so. Und damit wir eben auch eine gewisse Effizienz haben, weil wir eben hier nur 18 Blöcke Freiraum haben, werden wir hier in der Mitte den zweiten, hier hinten, den zweiten Block zur Wand hin, einmal abbauen und dann darauf einmal ein Bett platzieren. So kann man immer noch auf den Crafting Table zugreifen und das Bett steht drüber. Und dann kann man links und rechts einmal ein Bücherregal hin platzieren. Und dann nimmt man nämlich 2 Zäune, einmal rechts und links, und die 3 Fässer, die wir besitzen, und platzieren die einmal so, dass sie zu uns zeigen und da oben drüber. Nehmen uns dann 3 Item Frames, sneaken und rauf platzieren. Und dann machen wir an den linken einmal Brot, in die Mitte machen wir Weizen und rechts einmal Samen. Sieht eigentlich ganz cool aus, wie ich finde. Und jetzt gehen wir auch hier schon nach links und platzieren hier 2 Öfen ran. Dann nehmen wir einmal eine Pressure Plate, also eine Druckplatte aus Stein, und platzieren die hier links rauf, wie so eine Herdplatte. Und nehmen uns anschließend einen Item Frame und platzieren das Ganze hier rauf, indem wir auch wieder sneaken. Und dann einmal eine Karte rein, also die Karte genau da, wo ich hier gerade bin. Also in dem Haus hier, genau. Dann kann man jetzt hier links daneben einen Armor Stand mit diesen beiden Rüstungsteilen platzieren. Ich habe jetzt nur beispielsweise einmal die beiden Rüstungsteile hier gewählt. Man kann das Ganze auch mit Netherite-Rüstung oder je nachdem, wie weit ihr seid, einfach komplett auffüllen. Das ist keine Musterlösung, wie gesagt. Aber ja, nun wird es sehr stylisch. Wir bauen nämlich jetzt hier 2 Blöcke einmal ab, sodass hier rechts noch ein Block frei bleibt, und bauen die dahinter ab. Jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze hinten mit den Blöcken, die ihr hier vorne eben abgebaut habt, einmal nachsetzen, diese beiden hier unten. Und dann platzieren wir da unten eine Chest hin und einmal so, dass sie zusammen zeigt natürlich, so eine Double Chest. Und platzieren hier drüber einmal einen Block oben drüber diese Stone Slabs. Rechts davon platzieren wir jetzt ein Cauldron, also ein Kessel, und platzieren dort einmal Wasser rein. Ich glaube, Wasser hatte ich jetzt nicht in diesem Tutorial, aber ist egal. Auf jeden Fall einmal Wasser rein und nehmen dann einmal ganz normale Schilder und platzieren die einmal die davor, so. Und hier auch einmal, so dass man die Chest fast gar nicht sehen kann, aber man immer noch Zugriff darauf hat. Das wird nämlich unsere kleine Brauerecke, denn wir werden jetzt nämlich einen Brewing Stand einmal hier links platzieren, einen Braustand. Und dann nehmen wir uns einmal unseren Blumentopf mit unserem Pilz und platzieren den rechts davon hin. Jetzt hat man noch 3 Chests übrig und die platziert man so übereinander gesteckt dahin. Und im Optimalfall hat man jetzt noch einen Itemframe übrig und kann da zum Beispiel eine Eisenspitzhacke, die man gerade im Inventar hat, hinpacken. So. Und das sollte das Innenleben sein. Ich muss sagen, ich finde, das sieht einfach so cool aus. Es ist zwar super klein, aber es sieht halt einfach so gut aus und so gemütlich aus.
kannst du wirklich nicht meckern. Kann man halt auch eine Stadt draus bauen, ist überhaupt kein Problem. Schreibt mir definitiv in die Kommentare, wozu ihr als nächstes ein Tutorial haben wollt, denn ich werde das Ganze im Video einblenden und auch ein Tutorial dazu machen. Um in Zukunft keine Tutorial zu verpassen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, für euch ist das nur ein Klick, mich zu abonnieren, doch für mich ist das eine riesige Unterstützung und eine sehr große Motivation. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.